Fachkräftesicherung gelingt immer dann, wenn Unternehmen beschäftigungsfreundliche Rahmenbedingungen anbieten, wie beispielsweise die Vereinbarkeit von Familien und Beruf oder beispielsweise auch die Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen anbieten. Wie das in der Praxis aussehen kann, das schaue ich mir an. Dafür bin ich nach Stuttgart gefahren, zur Firma Ballhof. In Bezug auf die Unternehmenskultur, nicht jedes Unternehmen ist breit aufgestellt in Sachen Fachkräftesicherung. Welchen Tipp würden Sie da vielleicht geben? Wenn man als Unternehmen am Standort Baden-Württemberg und Stuttgart bestehen will, wird man sich immer weiter in einem Wettbewerb um diese Fachkräfte sehen. Das heißt, je früher Sie sich damit beschäftigen, umso mehr sichern Sie Ihren Standort und auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wo sehen Sie denn die entscheidenden Potenziale in Bezug auf die Fachkräftesicherung? Also wir gehen mal jetzt auf die inneren Potenziale, das sind die jungen Leute. Da geht es darum zu gucken, wie sie ausbildungsfähig gemacht werden, dass sie eine Berufsausbildung machen können und nicht alle nur an Studieren denken. Dann haben wir natürlich sehr viele Frauen in der Region auch, die wieder einsteigen wollen in den Beruf, von der Teilzeit vielleicht auch ein bisschen mehr arbeiten wollen. Und wir haben natürlich viele ältere Fachkräfte, möglichst lange im Betrieb bleiben und dann gibt es natürlich noch mehr. Kluge Unternehmen beugen davor und überlegen sich, was ist ihr größtes Kapital? Und das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Firma Ballhof macht das hier vorbildlich. Und das ist auch etwas, was ich als Überzeugung habe. Wir haben bereits die Antworten, leider noch nicht überall. Wie sich dieses Unternehmen auf die unterschiedlichsten Lebensphasen seiner Mitarbeiter einstellt, das erfahren wir jetzt in einem Rundgang. Welche Ausbildungsform gibt es bei Ihnen? Wir bieten durch die Bank unterschiedliche kaufmännische und auch technische Ausbildungs- und Studiengänge an und passen die auch regelmäßig auf unsere aktuellen Bedürfnisse an. Was erhoffen Sie sich davon? Wir hoffen uns davon, dass wir langfristig einfach unabhängig vom Arbeitsmarkt sind. Das heißt, wir fördern aktiv unsere nachhaltige Personalwirtschaft. Tim Nürk ist 18 und machte seine Ausbildung. Was ist für dich das Besondere hier? Also das Besondere gerade bei Ballhof ist für mich, dass Ballhof ein großes Familienunternehmen ist und mir hier einfach sehr gut aufgenommen wird und der Kontakt zum Ausbildungsleiter ist einfach sehr groß. Was denkst du, sollte dir ein Unternehmen als Azubi dann auch bieten können zukünftig, dass du als Fachkraft auch da bleiben willst? Also ich denke, dass es individuell ist, zum Beispiel, dass sie dann auch weiterhin auf Weiterbildungsmöglichkeiten eingehen, wenn man da noch weitere Wünsche hat. Aber ich denke, da bin ich hier ziemlich gut an der richtigen Stelle. Wie sind Sie damals zu Ballhof gekommen? Ich war auf einer Jobmesse. Es war etwas ungewöhnlich, weil ich meinen 7 Wochen alten Sohn dabei hatte. Der erste Stand war gleich Ballhof. Dort habe ich einen Herrn Rebstock kennengelernt, den Personaler, der fand mich ganz spannend und hat sich auch nicht davon abschrecken lassen, dass ich eben ein Baby dabei hatte. Selbst als ich gesagt habe, ich habe noch 2 weitere Kinder, war er total cool und hat gemeint, kein Problem, Ballhof ist eine familienfreundliche Firma, schicken Sie mir Ihre Unterlagen. Jetzt sind Sie 30 Jahre dabei, Glückwunsch an dieser Stelle. Wie sieht denn Ihr persönlicher Werdegang aus? Ja, mein persönlicher Werdegang hier beim Ballhof, bin sehr glücklich hier dabei zu sein seit 30 Jahren. Wir haben hier sehr viele Arbeitszeitmodelle gehabt. Wir hatten Beruf und Familie unter einem Hut bringen können. Also sehr positiv, kann ich nur sagen. In technologischen Unternehmen ist es besonders wichtig, das Wissen von Generation zu Generation weiterzugeben. Und genau das ist hier passiert. Nämlich der ehemalige Teamleiter hat es dem neuen Teamleiter weitergegeben mit einem Tandem-Verfahren. Das heißt genau was? Wir haben in der Zeit der Einarbeitung sehr stark zusammengearbeitet, und eben, um dieses enorme Wissen von Herrn Killig zu übernehmen auf meine Persönlichkeit, um eben auch die enorme Erfahrung sicherzustellen und dadurch eine ausreichende Übergangsfrist zu gestalten. Hört sich ja eigentlich nach einer Win-Win-Situation an. Was war Ihr Vorteil?
Ja, für mich es war sehr gut, weil ich konnte sanft von den Arbeitsleben von Arbeitsleben aussteigen. Frau Nahles, Halbzeit in der Fachkräftewoche. Wie sieht Ihr Zwischenfazit aus? Ja, es ist erstaunlich, wie viele Flexibilität die deutschen Unternehmen schon an den Tag legen. Hier bei Ballauf habe ich gesehen, besonders bei der Arbeitszeit. Und das sichert eben auch Fachkräfte, wenn man den Wünschen der Arbeitnehmer da entgegenkommt. Und gerade hier im Südwesten, wo Fachkräftemangel keinesfalls Zukunftsmusik ist, sondern schon gelebt wird, ist das eine sehr gute Sache. Also ich freue mich zu sehen, dass Unternehmen umdenken, überall in Deutschland, das Thema Fachkräftesicherung auf Top 1 ist. Bei dem Rundgang ging es direkt in die Praxis, man konnte mit vielen Mitarbeitern sprechen. Was hat Sie am meisten beeindruckt hier im Unternehmen? Also erstmal haben die eine sehr gute Betriebskultur. Das merkte man bei der Übergabe von einem älteren Arbeitnehmer auf seinen Nachfolger. Das lief sowas von harmonisch und gut, das habe ich selten mal erlebt. Aber es ist auch gut, weil damit natürlich auch Wissen gesichert wird. Und was mir besonders gefallen hat, dass hier wirklich auch neue Familienmodelle möglich sind. Ein junger leitender Ingenieur, der hier sagt, er kann 2 Nachmittage in der Woche seine Tochter von der Kita abholen und das Unternehmen macht es möglich auch, finde ich toll. Also mehr davon in Deutschland wäre sehr schön. Und morgen dreht sich alles rund um die Aus- und Weiterbildung. Und dafür fahren wir von Stuttgart nach Lübeck.